So Leute, da bin ich wieder zurück zum nächsten Part von New Super Mario Bros. U. Im letzten Part haben wir die ersten vier Level schon abgeschlossen und vor allem das Level hat uns ziemlich zugesetzt. Das war extrem knapp. Aber jetzt geht's zum nächsten Level und zwar heißt das Superstar Boulevard 5. Unvernunft im Sumpf. Das ist jetzt an die fünfte Welt, die Waldwelt angelehnt. Oh, mit diesem geilen Hintergrund wieder. Nice. Was haben wir hier? Ein Secret, aber hier gibt es nur Coins. Und da gibt es sogar auch eine Eichelpilz. Und ich habe schon Angst vor dem nächsten Level. Noch ein Eichelpilz. Hier wäre auch die Pi-Eichel wieder extrem vor Vorteil, weil dann könnte man hier alles überspringen. Also sie sind echt extrem wichtig und man sollte sie sich bis zum Ende aufheben, meiner Meinung nach. Wie wir es gemacht haben. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Ja, war klar. Ja, genau. Boah. Mit dem Behus, ey. Ach komm. Die erste Starcoin haben wir aber schon mal. Ich sag, das ist jetzt alles kein Spaß mehr hier. Bei diesen Leveln. Wow. Ey, da mache ich bestimmt keinen Warnsprung. Okay, die nächste Starcoin ist hier. Ja. Haben wir nicht schlecht gemacht. Ich glaube, das Level zählt ja eigentlich auch noch wieder zu den einfacheren. Zumindest mit Eichelpilz. Gutes Timing. Perfekt. Oh nein. Hätte es da eine Ranke gegeben? Ich muss es austesten. Wenn ja, dann ist es. Oh mein Gott. Nee, boah, ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, ne, und da gibt's nichts. The fuck? Ah, ich hätte da nach unten gemusst, aber das geht so auch noch. Da braucht man nicht unbedingt die Ranke dafür. Ach Gott, jetzt muss ich da Warnsprünge machen. Aber das mit dem Tanuki so scheiße. Nicht mit dem Tanuki, mit dem. Ja. Weil der keinen Warnsprung macht, warum auch immer. Das ist mit einem. Mario ohne Tanuki viel einfacher. Ich weiß nicht wieso. Der klemmt sich nämlich da immer so dran. Oh Gott, das muss ich alles von vorne nochmal machen. Oh Gott. Wie soll ich denn jetzt die Starcoins holen? Ich brauche den Tanuki auf jeden Fall für die zweite Starcoin. So viel ist klar. Okay. Ich habe ihn zumindest. Das ist auch so fies, dass es hier keine Checkpoints gibt, ne? Das müsste schon reichen, um dahin zu fliegen. Ja. Hier gab es nichts. Hier gab es die erste Starcoin. Da kommt man auch nur mit Tanuki hin. Okay. Jetzt hier rein. Alles klar. Okay. So, diese Starcoin war auch fies. Okay, hat geklappt. Muss ich immer nicht mehr da unten rein, weil da gibt es eh nur ein One-Up. Okay. Die Frage ist, soll ich mich jetzt treffen lassen? Weil es ist echt einfacher. Glaubt's mir. Doch, ich mach das jetzt. Komm, YOLO. Mal schauen, ob ich es jetzt besser kann. Ich finde es so echt einfacher. Weil als, wenn du einen Eichelpilz hast, da hängt sich Mario immer so komisch an die Wand. Mal schauen. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Okay, die Starcoin haben wir schon mal. Ja, meiner Meinung nach viel, viel einfacher. Müssen noch hier rein. Okay. Komm, jetzt nur noch zum Ziel. Wir haben schon alle drei Starcoins. Ich habe gehofft, da kommt keine Passage mehr. Keine solche mehr. Ja, und das geht jetzt hier richtig. Oh mein Gott. Ja, wie geht das denn ab? Ich sterbe. Nein, hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Spring. Ist mir sowas von egal, ob ich das One-Up habe oder nicht. Geh einfach ins Ziel. Einfach ins Ziel. Mehr will ich nicht. Und das letzte Mal, glaube ich, sehen wir diesen schönen Hintergrund. Diesmal mit Bowser Jr. So, dann gehen wir hier noch lang. Und danach kommt das Höllenlevel.
Frage, ob wir jetzt nochmal einen Pinguin nehmen oder einen Propellerhead. Ich achte jetzt mal auf den Propellerhead. Jetzt weiß ich nicht, nee, wo hier der Zweier ist. Nee, wo hier der Bowser ist. Ja, verkackt. Verdammt. Na egal, wir. So, okay. Superstar Boulevard 6, brennende Klippen. Und hier gehe ich sofort mit einer Feuerblume und dem Stern rein. Dann wisst ihr schon, was uns hier erwartet. Also da. Ich kenne das Level noch ziemlich gut, deswegen. Achso, wir haben Stern. Warum warte ich hier? Es ist so krass, Mann, dieses Level. Starcoin? Ist da oben was? Nein. Gab es hier nicht auch einen Checkpoint? Also bis jetzt sieht es noch relativ machbar aus, ne? Nee, oder war der schwere Level bei New Super Luigi U? Das kann natürlich auch sein. An das Level, was ich mich gerade erinnere. War das bei New Super Luigi U? Ich glaube, das war bei New Super Luigi U. Shit, ich hole mir die Feuerblume. Ja, das war bei Super Luigi U, glaube ich. Ach so. Na dann dürfte das ja gar nicht so schwer sein. Ich wollte noch alles probieren. Da unten ist was. Aber das werden wir ja auch noch irgendwann spielen, New Super Luigi. Und dann werdet ihr sehen, was ich gemeint habe. Dann habe ich das jetzt gerade verwechselt. Und was ist das denn? Yo! Nein! Yo, bester Fail aller Zeiten mal wieder. Richtig gut gemacht. 1A. Perfekt. So, Pinguin. Dann war das echt bei Luigi U, das Mega-Level. Jupp, okay. Dann bin ich ja schon mal ein wenig beruhigt. Weil sonst wären wir den ganzen Part hier dran gewesen. Oh Gott. Starcoin Nummer 1. Ansprung. Wow, es war knapp. Das aktivieren wir mal, falls wir getroffen werden. Okay, es war gut gemacht. So, aber jetzt wird es schwer. Wie soll ich denn die Stack? Vielleicht ein Stern drin in dem Fragezeichenblock? Das könnte sein, ne? Könnte sein. Muss ich aber trotzdem hier irgendwie rüberkommen. Und hier ist eben kein Stern. Aber von dieser Seite müsste es einfacher sein. Also von der anderen Seite. Ja, okay. Zweites Starcoin. Ja, übertreibt halt jetzt. WTF? Das war es aber jetzt noch nicht, oder? Nee, ich dachte mir schon, das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Fuck, holen wir die Feuerblume. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh, shit. Renn. Ach, da unten ist doch eh was. Jetzt muss ich mich hier treffen lassen. Ja, scheiße. Und hier unten ist doch nichts. Shit, shit, shit. Geh hoch. Oh Gott. Aber hier ist was, hier links. Ja. Noch eine Röhre. Mit der dritten Starcoin hoffentlich. Ja. Okay. Wie mache ich das? Jetzt hoch, hoch, hoch. Es war knapp, aber wir haben es geschafft, ohne getroffen zu werden. So, jetzt nur noch zum Ziel. Wie gesagt, das war nicht das Level, was ich in Erinnerung hatte, das mega schwere. Das ist bei Luigi U. Aber trotzdem sollte man das ja auch nicht unterschätzen. Einfach ist es nicht. Es war gut gemacht. Ja.
Warum ist es hier so leer? Okay, komisch. Aber hier gibt es keine Secret Exits mehr. Okay, geh ins Ziel. Geh ins Ziel, ist mir egal. Scheiß auf das One-Up. Ich wäre da eh nicht hochgegangen, wenn ich klein gewesen wäre. Aber ich war eh noch großer Mario. Von dem her habe ich mir gedacht, wieso nicht? Gut, dann kommen wir schon zum vorletzten Level. Krass. Superstar Boulevard 7. Lakitu, Lakitu, Lakitu. Oh oh. Was war denn das nochmal für ein Level? Das kann ich mich auch null erinnern. Hier gibt es auf jeden Fall einen Pilz. Und da unten brauche ich den Koopa. Aber ich denke, da gibt es nichts Besonderes. Ne, nur Münzen. Aber hier gibt es die erste Starcoin. Die ist eigentlich ganz einfach zu bekommen. So, und ich warte nur, bis der Lakito kommt. Und da ist eh oben wieder irgendwo eine Starcoin, wie immer. Das ist doch immer so, oder? Ja, 100 Pro. Irgendwo in der Luft ist eine Starcoin. Scheiße. Ja, komm. Ich glaube, ich muss. Ja. Da oben sind schon Münzen. Shit, ich muss da hoch. Komm her. Ach, du Assi. Komm her. Wie der ausweicht. Seht ihr das? Hab ihn. Yes. Wo? Wo ist ein Starcoin? Komm. Ja, es hat geklappt. Obwohl es knapp war. Hier ist ein Starcoin. Ist es die zweite jetzt? Ja, ist die zweite. Okay, auf den Lakitu traue ich mich jetzt nicht zu springen. Das ist zu schwer. Ja, what the hell? What? Drei Lakitus. Guck mal, wie es hier abgeht. Nein, nein, nein. Don't is the last Starcoin. Oh Gott, da brauche ich einen Lakitu. Shit. WTF. Wie soll ich denn bei drei Lakitus? Nee. Und da gab es vor allem kein Power-Up mehr. Okay. Pinguin. Stern. Yo, deswegen heißt das Level auch Lakitu, Lakitu, Lakitu. Drei auf einmal, das habe ich auch noch nie gesehen. So, die Starcoin mal schnell grabben. Aber für die ersten zwei braucht man den Lakitu nicht, nur für die letzte. Och, Scheiße, was war das denn wieder? Ich habe doch einen Wandsprung gemacht. Okay, jetzt zählt's. Der letzte. Nee, ich habe gar keinen mehr. Ich probiere es so und wenn es nicht klappt, dann nutze ich eine Pi-Eichel. Okay, warten. Ja, die Starcoin ist kein Problem. Ich glaube auch, die zweite war halt relativ einfach, wenn einen die Lakitus halt nicht langweilen würden, ne? So, hierdurch habe ich mich vorhin treffen lassen von einem Stachy. Dieses Mal nicht. Und hier irgendwo ist die zweite. Die werfen auch so asozial. Ey, das ist unfassbar. So, als. Ja, ein Pilz. Okay, jetzt brauche ich einen Lakitu. Aber wie mache ich das? Wow, jetzt wäre ich fast da reingefallen. Nein! Ja, man muss auf so viel achten. Ja, hallo, ich komme da nicht hin. Es sind zu viele Stachis. Okay, jetzt habe ich einen guten Zeitpunkt gefunden. Jetzt hier hoch. Und jetzt, keine Ahnung, irgendwas machen. Vergiss es. Das ist lächerlich. Ja, guckt euch mal an, wie die ausweichen. Okay. So, wo ist die letzte Starcoin jetzt? Jetzt brauche ich noch einen neuen Lakitu, ne? Ja, gut. Gut, Mario. Aber es reicht nicht, ich brauche noch einen. Nein, der Stachy.
Yes! 1,55, nice. Komm, jetzt gib mir was Besseres als ein Pilz. Yo, Alter. Mit der Pi-Eichel ist es natürlich einfach. Das ist klar. Damit hat man keine Probleme. Aber wir haben es ohne geschafft. Ja, eine Eisblume, nice. Okay, schaffen wir das letzte Level noch? Aber zuerst gehen wir noch dahin. Aber wir rushen hier eigentlich ganz schön durch, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut läuft. Ich hatte da beim ersten Durchspielen deutlich mehr Probleme. Deutlich mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, beide sind hier. Einmal, zweimal. Ah, verdammt. Ah, hab mich verschaut. Okay. Eins weiter rechts. Immerhin haben wir den Propeller-Head bekommen. Der ist auch nicht schlecht. Bei dem Level, was wir gerade gespielt haben. Gut, dann rüsten wir uns nochmal eine Eisblume aus bei dem letzten Level, das auch echt schwer war. Und es heißt Superstar Boulevard 8, Mysterium der Morgensternfestung. Yo. Yo. Okay, da muss ich warten und jetzt durch. Okay, was gibt's hier? Auch eine Eisblume. Und wie soll das jetzt hier gehen? Ah, okay. Okay. Man muss halt aufpassen, man darf halt nicht zu lange auf diesen Plattformen hier stehen bleiben. Sonst fallen die in den Abgrund. Ja, knapper geht's nicht mehr, oder? Okay, und hier jetzt durchrennen. Ja, genau, hier ist ein Starcoin. Habe ich. Oh Gott, da hätte ich jetzt nichts machen können. Und da oben ist ein Secret, glaube ich. Okay. Was? Nee, da muss es einen Stern geben, da hinten. Versteck dich, versteck dich. Und jetzt schnell hoch. Fuck! Okay, Warnsprung. Stern, okay. Und jetzt schnell raus, dass wir den Stern noch ausnutzen können. Ist kein Spaß hier. Zweite Starcoin, komm. Aber ich glaube, jetzt wird es erst schwierig. Okay, Pilz immerhin. Ist nicht schlecht. Jetzt können wir wieder einen Hit nehmen. Oh, das war knapp. Oh Gott. Nein, da bin ich zu lange stehen geblieben. Verdammt. Oh, das war eigentlich ganz gut gemacht bis da, bis dato. Oh, Scheiße, ey. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Oh, das nervt mich jetzt, weil das war jetzt echt schlecht. Ich hätte einfach auf einen anderen springen müssen. Schade. Nee, dann muss ich hier zurück. Und jetzt rüber. Hier gab es nichts, oder? Nee. Vorhin hatte ich halt auch eine Eisblume hier. Jetzt bin ich nur groß. Das ist auch nochmal deutlich schwieriger. Wie man hier durchkommen soll, soll man hier warten, oder? Jetzt muss ich hier durchkommen, ohne getroffen zu werden. Na toll. Und wie soll ich das bitte machen? Wie soll das gehen? Okay, hier bin ich safe. Und jetzt ganz schnell nach oben. Okay, wir haben es geschafft. Stern. Und die Star kann treffen. Nice. Schnell raus. Jetzt bekomme ich eh wieder einen Pilz. Soll nicht zu lange stehen bleiben, wie gesagt. Den killen. So, hier bin ich vorhin gestorben, ne? Ich blöder Noob. Oh Gott, ist das einfach. Okay, und ab jetzt wird's schwer. Ab jetzt wird's richtig schwer.
Scheiße, das hat ja genau seine Stacheln ausgezogen. Spring. Okay. What the fuck? The hell? Okay, wir haben's. Was jetzt? Wann soll ich den aktivieren, den Switch? Wenn jetzt weg ist, die Kugel? Schon, oder? Jetzt. Ducken. Hier ist eine Starcoin. Die letzte. Yes, Mann! Alle drei Starcoins, haben wir es geschafft? Noch nicht ganz. Wir können hier immer noch ziemlich leicht sterben. Oh Gott. Aber wir haben es. Nice, nice, nice. Doch dann. Noch ein Level. Aber der letzte Level steht jetzt zur Verfügung. Dir wurde der vierte Stern verliehen. Es fehlt uns nur noch ein Stern. Und wir haben die 100%. Den Panzer im Visier. Und dieses Level, Leute, spielen wir im nächsten Part. Den letzten Part vom eigentlichen Abenteuer-Story-Modus. Aber dann geht es noch weiter mit den Challenges, mit dem Boost Rush Mode. Da werde ich werde nicht alle Challenges machen, aber ich werde viele zeigen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Seid gespannt. Danke fürs Zusehen und ciao.